Hand of My Wife. Diese Prüfung ist ein Albtraum für Menschen mit Misophonie, davon haben wir ja welche. Sonst ist sie aber ein Träumchen und bringt 15.000 Euro für den Jackpot. Wie ich gerade merke, haben wir eine perfekte Prüfung gerade für euch. Denn in dieser Prüfung müsst ihr eure Frauen nur am Geräusch erkennen. Das ist ja ein Faible, das ihr habt. Nee? Ich möchte euch bitten, direkt die Brillen aufzuziehen, damit ihr nichts mehr seht. Also, drei Frauen werden Geräusche machen, also eure eigene und zwei andere. Amanda ist als Verwirrfrau dabei. Nicht wahr? Sonst ist es ja immer 50-50, das wäre zu einfach. Wenn ihr alle drei Geräusche gehört habt in der jeweiligen Aktion, dann bitte die Hand hochhalten mit einer Zahl, damit ihr mir zeigt, welches Geräusch haltet ihr für von eurer eigenen Frau gemacht. Ich werde die Frauen immer wieder tauschen, damit es nicht zu einfach wird, sonst wäre es ja immer die Eins, etc. Das Ganze machen wir in vier Runden. Okay. Die Männer, alles klar? Ja. Gut. Dann machen wir einen kleinen Test. Wenn man da einmal zu weit durchschlägt. Okay, ich tausche einmal die Frauen. Sehr gut. Alle sind bereit. Es ist kein Spiel. Es ist eine Prüfung. Hier kommt das erste Geräusch. Und das erste Geräusch ist Chips essen. Nach dem Piep bitte einen Chip essen. Dankeschön, Frau 1. Frau 2, bitte nach dem Piep einen Chip essen. Und Frau 3, bitte, nimm schon mal in die Hand. Und nach dem Piep. Alle drei Geräusche gehört. Die Männer bitte eine Zahl mit der Hand in die Luft halten. Eins, zwei oder drei. Gut. Sehr schön. Ihr haltet beide das zweite Geräusch für eure Frau. Marvin und Frank. Das ist sehr schön. Weil es keine von euren Frauen war. Frank, ich finde es sehr schön. Deine Frau hat sich so Mühe gegeben. Die hat geknuspert wie ein Häschen. Und Marvin, deine Frau hat gelacht aus Versehen. Und weh, du lachst noch einmal. Okay, ich tausche die Frauen aus. Jetzt werden sich eure Frauen die Nase putzen. Ihr dürft euch schon mal ein Tuch nehmen. Okay. Achtung, keine Geräusche, nicht lachen, nur Nase putzen. Frau 1, bitte nach dem Piep. Frau 2, bitte nach dem Piep. Frau 3, bitte nach dem Piep. Gut, und die Männer halten bitte ihre Zahl hoch. Hä? Ich hab eins, und zwei haben gar nicht, eins und drei haben gar nichts gemacht? Doch, doch. Doch, doch. Okay. Marvin. Okay, beide sagen wieder, ihre Frau ist Nummer 3 gewesen. Einer hat recht. Frank hat recht. Ein Punkt für Frank und Sylvain.
Amanda, was machst du, wenn du einen Schnupfen hast? Da kommt ja überhaupt nichts raus. Du hast ja nur so gemacht. Und am besten war, tut mir leid, Lilly, es war so ein bisschen wie Benjamin Blümchen. Bröt. Also das hätte man erkennen. Ja, finde ich auch. Ich tausche die Frauen aus. Bitteschön. Nummer 3. Eure Frau wird jetzt pfeifen. Nummer 1, bitte nach dem Piep. Nichts sagen. Pfeifen Nummer 2 nach dem Piep. Nummer 3 nach dem Piep. Und die Männer. Frank sagt 2. Marvin sagt 3. Frank hat einen weiteren Punkt. Frank und Silvana. Und Marvin und Lilly auch. Ja! Ja! Sehr gut! Okay. Wir kommen zur letzten Aufgabe, zum Ausgleich oder Sieg, je nachdem, wie ihr jetzt abschneidet. Eure Frauen werden etwas unterschreiben, signieren und ihr hört dabei zu. Ich tausche noch. Frau Nummer 1 nach dem Piep. Frau Nummer 2 nach dem Piep. Und Frau Nummer 3. Marvin sagt Nummer 2, Frank sagt Nummer 1. Da waren die Männer schnell, tatsächlich sehr schnell, ob das gut ist. Ja, beide ja! haben recht. Ja! Beide haben recht. Das ist der Sieg für Silvana und Frank. 3 Punkte, 2 Punkte. Marvin, du kannst die Maske abnehmen. Silvana und Frank haben diese Prüfung gewonnen. 15.000 Euro. Sehr gut. Wir gehen zurück. Claudia, wie ist der Zwischenstand? 35.000 Euro im Jackpot von Silvana und Frank. Damit klar Platz 1. Dann auf Platz 2 Lilly und Marvin mit 10.000. Und für Amanda und David ändert sich auch erstmal nichts. Sie sind mit 5.000 Euro auf Platz 3. Sehr gut. Na, hat sich gelohnt. Du hast das alles sehr schnell erkannt, Frank. Ich habe ja gedacht, bei den Chips rast du völlig aus. Oh, das ist meine Frau, es ist ekelhaft. Das hätte ich auch gedacht. Bei den Chips, weil du ja da Ich habe ja auch das genommen, was ich am ekelhaftesten fand. Es tut mir leid. Oh. Verstehe nicht. Also Amanda ist am ekelhaftesten Chips. Das ist aber kein Kompliment. Sorry, Amanda, sorry, war noch schlimmer wie bei meiner Frau. Noch schlimmer wie bei dir. Noch lauter wahrscheinlich. Ja, okay. Aber immerhin, es hat funktioniert. Ihr habt den ersten Platz gemacht. Riesenerfolg. Großartig. Wir machen weiter mit der nächsten Prüfung. Das ist eine Einzelprüfung für Amanda und David. Kommt zu mir. Es geht um bis zu 15.000 Euro für den Jackpot. Und das ist auch für mich eine Prüfung hinsichtlich der Aussprache. Sie heißt nämlich detailliert. Ja. Detailliert. Das klingt besonders schön, wenn man was getrunken hat. Das Spiel detailliert. Detailliert bedeutet, wir prüfen, wie gut ihr euch wirklich kennt. Ja? Kommt mal zu mir. Stellt euch bitte mal mit dem Rücken zueinander auf. Du machst schon. Ich stelle euch jetzt Fragen und für jede Übereinstimmung gibt es 5.000 Euro. Ihr könnt also bis zu 15.000 Euro gewinnen. Mehr ist es nicht. Schnell, klein, aber besonders. Okay? Okay. Seid ihr bereit? Es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Erste Frage. Amanda, welche Farbe hat seine Unterhose? Jetzt gerade. Also, wenn er eine anhat.
Eigentlich hat er immer weiße Unterwäsche an. Ah. Ich weiß nicht, ob der sie gerne anpasst. Also wenn ich schwarze Hose habe, dann trage ich gerne auch mal schwarze Unterwäsche. Ja. Aber bei den Männern weiß man das nie so. Bei den Männern weiß man das nie so. Ich würde mal sagen, schwarz. Bitte zieh die Hose nicht aus. Nur ein bisschen so runterziehen reicht schon. Die Hose ein bisschen hochziehen, wie es eben geht. Und sie ist, das die Unterhose? Ja. Sicher? Ja. Schwarz. Sehr gut. 5.000 Euro. Die zweite Frage. Die ist für dich, David. Welche Farbe haben die Zehennägel deiner Partnerin jetzt gerade? Dunkelrot. Bitte? Dunkelrot. Frage, weiß ich nicht. Dunkelrot, ja. Dunkelrot. Hm. Hast du es gesehen? Sollen wir mal gucken? Ach, leider gelb. Nein, das stimmt. Dunkelrot ist richtig. 10.000. Dritte Frage. Amanda, hat David gerade 45 Euro oder mehr in seinem Portemonnaie? Weiß ich selber gar nicht. Psst. Kann sein, dass er mehr hat. Eigentlich hat er nie wenig Geld, aber auch nicht zu viel, weil er viel mit der Karte auch bezahlt. Ja. Viel oder wenig ist ja relativ, ne? Ich denke mal mehr. Mehr ich als 45? Ich tippe mehr. Hast du dein Hast du das immer? Mann, ja, selbst in der Sendung? Wer soll das denn klauen? Ich bin verheiratet. Okay. Du bist verheiratet. Eigenschutz. Das heißt, wenn du dein Portemonnaie rumliegen lässt, weg. Weg sofort. Sofort weg. Oder leer. Genau. Ja. Hast du meine Frau gesehen? Ja, ich bin mit der Kohle abgehauen. Hier haben wir 5 Euro. Hier haben wir... Oh, interessant, was du alles im Portemonnaie hast. Nein, 50 Euro. 55 mehr als 45. 5.000 Euro, das sind 15.000 Euro für euch in dieser Prüfung. Das war's schon. So schnell. Verdient man 15.000 Euro. Claudia, wo stehen wir? Ich hab's addiert schon. Es sind jetzt 20.000 Euro Spielgeld für Amanda und David. Damit ziehen sie an Lilly und Marvin vorbei, die mit 10.000 Euro auf Platz 3 sind. Auf Platz 1 weiter Silvana und Frank mit 35.000 Euro.